Gladiator, Force, Mordeur, Lette, Bogi, Druide, Taumaturg und Hermetiker. Naja, also außer dem Schurken. Alle. Ja gut, für Schurke muss man dann. Muss man dann jedoch eins suchen. Schurke ist dann. Oh. Musst du, glaube ich, Level 10 Ingame erreichen und dann kannst du es. Kannst du dir auch den Schurken holen. Leider keine Startklasse. Alle anderen Klassen musst du dir halt auch frei holen. Damit sie nämlich noch reisen. Der Reaper startet, meine ich, auf Stufe 70 und dafür müsstest du Endwalker besitzen. Also wenn du Endwalker besitzt, kannst du den Reaper spielen. Wie gesagt, und der startet auf Stufe 70. Genauso wie der Weise. Für Rotmagier, Astrologe und Dunkelritter bräuchtest du Heavensward. Aber da das dann ja schon mit dabei ist, musst du dafür nur mindestens einen Charakter auf 50 haben. Dann kannst du dir davon einen holen. Die starten auf 30. Muss ich überlegen. Was gehörte denn zu Stormblood? Ich glaube, zu Stormblood gehörte Samurai und Tänzer. Oh, nee, der Maschinist und Dunkelritter und Astrologe gehörte zu Heavensward. Rotmagier, Samurai und, und Tänzer gehörten, glaube ich, zu Stormblood. Revolverklinge gehört zu Shadowbringers. Meine ich. Kann auch sein, dass der Tänzer da auch mit zugehört. Ich weiß nicht genau. Ich muss nicht genau auf den Schirm, was zu was gehört. Also was zu Endwalker gehört, weiß ich. Da weiß ich, was neu hinzukam. Nee, Instant Gaming klärt. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. So. Dann einmal wieder zurück. Also wie gesagt, Marodeur, Gladiator, Hermetiker, Schurke, Faustkämpfer, Dragoon, Weitläufer und Weißmagier starten alle auf 1. Alle anderen starten ab 30, 50, 60, 70. Ist also ganz praktisch. So, hier. Das wäre. Ja, hier der Weg des Samurais. Könnte ich jetzt machen, weil ich habe bereits einen auf 50. Wenn ich jetzt. Wo ist er? Da vorne. Bevor das drin ist, kommt erstmal das 80 Euro. Die von Destiny 2 zu meinem Geburtstag. Ja, gut. Ja, gut. Destiny ist tatsächlich nicht ganz so meins. Also ich gucke da gern mal bei einem Streamer-Kollegen zu. Aber ja. Nicht ganz so mein. Oh, was ist das für ein niedliches Pet? Ach, die Kuschelpuppe. No. Hier startet zum Beispiel die Reaper-Quest. Die Sense. Du kannst den Auftrag nicht annehmen, weil du die Bedingungen nicht erfüllst. Krieger Magier auf Mindeststufe 70. Aber das hier ist halt geil, ne? Das wäre dann die Anfangswaffe, die Startwaffe. Mega cool, das Ding. Gibt natürlich unterschiedliche Waffen. Das könntest du machen. Die Sense. Wie gesagt, es gibt auch schickere Sensen. Es gibt auch deutlich schickere Sensen.
Achtung. Kukubuki. Es waren drei Forscher in der Zelle. Erkundige dich bitte bei ihnen, was sie über Mormo herausgefunden haben. Wir sagen, wir schauen mal nach einem... kann man jetzt schauen, wegen Server und Klasse. Jo. Die kann man machen. Also ich glaube, ich weiß sowieso, welche Klasse ich spielen würde. Wahrscheinlich starte ich wie immer mit dem Heiler. Weil Heiler ist toll. Heiler ist Liebe. Diese Stelle hier ist interessant. Alte Dokumente, die man in den Sildi-Ruinen gefunden hat, enthielten anscheinend schon Passagen bei einer besonders mächtigen Nichtgesandte namens Mormo. Nachdem diese sich Zugang zu unserer Welt verschafft hat und in dem Körper eines unfreiwilligen Wirts gefahren war, schufen die Magier Sildis eine Urne, die dem Wirt sein Äther entzog und mit ihm Mormos Seele aus dem Körper saugte. In der Urne sollte die Seele so lang eingesperrt bleiben, bis sie sich zusammen mit dem Äther auf natürliche Weise verflüchtigen würde. Dieser Prozess würde hunderte von Jahren in Anspruch nehmen und keinesfalls dürfte die Urne vorher geöffnet werden. Sollte dies dennoch geschehen, würde die Seele in den nächstbesten Körper fahren und Mormo unserer Welt erneut in dunklen Schatten tauchen. Dann bliebe als letzte Rettung nur noch die Nichtgesandten zusammen mit ihrem Würzkörper zu vernichten. Nett. Ich denke auf Hellat oder Bogi. Wäre gar nicht mal so schlecht, weil beide Klassen starten im selben Gebiet. Wir müssten dann hier quasi auch im selben Gebiet starten. Ja, theoretisch. Weil... ja. Ich glaube... ja, doch Weißmag... also... Druide, Pikenier und Waldläufer starten beide... alle drei in Gridania. Taumaturg, Faustkämpfer und Gladi in Ulda. Sag ich zu dem her, Latte. Ich weiß nicht. Weil er eine hat. Oder sie, je nachdem, was man spielt. Und Hermetika und Marodeur starten in Limsa. Um das nochmal abschließend zu sagen. Als mit Druide, also wenn du einen White Witch dabei hast, oder halt allgemein Heiler, kommst du recht schnell in Instanzen. Ist der Vorteil. So war das also. Die Seele von Mormo ihrer Magie beraubt, hat sich der Körper von Kukubusi bemächtigt. Da dessen Reserven an arkaner Energie jedoch verschwindend gering waren, begann Mormo bald, andere Taumaturgen als Ätherquelle anzuzapfen. Glauben wir dieser Schrift, dann ist Kokobusis Schicksal bereits besiegelt. Kokobigo sollte diese Neuigkeit ebenfalls erfahren. Zeige ihm die Schriften, bitte, meine Schülerin. Ich werde umgehend zu euch stoßen. Ich will immer nur weibliche, egal wo. Ich auch. Wobei, hier werde ich auch irgendwann mal männliche wieder spielen. Dabei, dass man in einem Gebiet reinkommt. Jo. Also wie gesagt, meine Klasse steht eh fest. Da ich eh alles spielen werde, wie immer. Aber als... als Anfang werde ich den Druiden machen. Druide ist toll. Ich liebe es zu heilen. Die elenden Stimmen hören, wenn sie darum betteln, dass sie geheilt werden. Okay. Du konntest wissenschaftliche Abhandlungen über Mormo auftreiben. Steht da vielleicht etwas drin, das uns weiterhilft? Und bitte nicht nochmal das Ganze. Och, komm schon. Oh Gott, gut, danke. Dachte, ich müsste es jetzt nochmal lesen. Buki, die Abhandlungen über Mormo lassen keinen Zweifel mehr offen. Die Lage ist aussichtslos. Uns bleibt keine Wahl. Nicht so schnell, meine Lieben. Es ist zwar ein schwieriges Unterfangen, aber wenn wir all unsere Kräfte einen, haben wir vielleicht Aussicht auf Erfolg. Wenn der Schuss nach hinten losgeht, wird es allerdings weit mehr als nur ein Opfer zu beklagen geben. Welcher Eufel ist denn in dich gefahren, Buki? Sonst hast du doch... hast du uns doch immer nur was von Risikominimierung vorgepredigt. Kitty! Hallo!
Aber zerstörte Psychen, jo. Je länger wir warten, desto stärker wird Momo. Wir sollten sie schlagen, solange die Nichtsgesandte nur nicht bei vollen Kräften ist. Oder etwa nicht, Buki. Das sehe ich auch so, Bruderherz. Es tut mir zwar leid um Bussi, aber besser er beißt alleine ins Gieserkraut, als wir alle zusammen. Das hätte Bussi auch nicht anders gewollt. Weil er nicht auf meinem genialen Plan gekommen wäre? Ich werde meine Arkanenergie auf Momo übertragen, damit sie sich in ihrer eigentlichen Gestalt manifestieren kann und unseren Bruder freilässt. Bist du wahnsinnig? Wenn kein Äther mehr durch deine Adern strömt, was ist das mit dir, Buki? Außerdem würde Momo so zu ihrer ursprünglichen Stärke zurückfinden. Macht euch um mich mal keine Sorgen. In mir steckt genug Magie für eine ganze Gesandtschaft von Nichtsgesandten. Und selbst wenn ich geschwächt sein sollte, um Momo könnt ihr euch auch kümmern. Zusammen mit der Daria schafft ihr das schon, daran hege ich keinen Zweifel. Zwei von fünf Spielern abgefrühstückt, was ihren letzten. Von vielen Nadeln angeht. Sehr geil. Sehr geil, Kitty. Masse Witze, Buki. Das Ding ist eine oder auch nicht Legende. Seit wann knöpfen wir Thaumaturgen uns Gegner vor, die uns zur Ausrufung überlegen sind? Ich gebe zu, das ist mein Versäumnis. Ich habe euch stets gelehrt, rational zu kämpfen und Risiken aus dem Weg zu gehen. Ich habe euch nicht gelehrt, was es heißt, Mut zu fassen und für eine gerechte Sache einzustehen. Darum möchte ich dich bitten, Daria, stell dich der ge geheimen Lektion des gähnenden Abgrunds und zeige meinen Brüdern, was wahrer Mut ist. Aber du verlangst das Unmögliche von Daria, Buki. Nicht einmal wir haben diese Prüfung abgelegt. Obwohl ihr alle es könntet, genauso wie Daria. Daria, wenn auch du an dich glaubst, so wie ich an dich glaube, dann suche mich auf. Du findest mich in Tals Rast. Dort werde ich dir alles Weitere erzählen. Yay! Prüfung! Nochmal Camp Knochenbleich, da waren wir jetzt so oft. Oh. Finale, da kann ich meinen Spieler nochmal richtig leiden lassen. Kitty, du bist grausam. Kitty, du bist sehr, sehr grausam. Grausamer Kater. Ein grausamer, grausamer Kater. Ich könnte auch einfach in einen Minimum-Level-Bereich gehen. Aber wie lange soll ich da warten? Schokobo hinten! Oh Gott! Kitty, geht's? Kann ich helfen? Alles gut bei dir? Soll ich jemanden holen? Kitty? Hallo? Alles gut? Braucht ihr beide Hilfe? Frag für einen Freund. Ah ja. Yeah. Die Stelle kenne ich. Es tut mir leid, dass wir dich in diese Sache mit reingezogen haben, Aldaria. Aber wenn jemand dieser Herausforderung gewachsen ist, dann du, die du all unsere bisherigen Prüfungen so bravourös gemeistert hast. Die geheime Lektion des gähnenden Abgrunds stellt das gesamte Können eines Thaumaturgen auf die Probe. Fokussiere deine Arkankräfte und finde den Weg, der dich zum Sieg führt. Also dann lass uns die Prüfung beginnen. Alles top. Bin ich jetzt noch nicht ganz so von überzeugt, aber okay. Ist kein Zurück mehr. So, welcher kommt als erstes von euch? Ah, oh, nee, gar keiner.
Oh Gott. Hier rollt das nichts. Das sind Fledermäuse. Oh, einen Döner könnte ich jetzt auch. Also der hat mir so einen Döner-Teller bestellt. No, ich will auch. Das pure Böse denkt nur aus meinem Körper und manifestiert sich als Endgegner in Pen and Paper. Oh je. Jetzt ist es soweit. Mal sehen, vielleicht dann nur eine Pizza. Mal sehen, wie ich Hunger habe. Alter. Also ich bin von einer Pizza und zwei kleinen Stück Kuchen satt. Passt nicht mehr rein. Wobei, meinen Gedanken habe ich noch um so vieles Lust. Ich hasse den Taumaturgen. Wir brauchen noch zwei dumme Level. Alter. Ich will flexibel sein. Wer hat sich diese Scheiße ausgedacht für die Klasse? Jetzt habe ich nur ein Sättigungsgefühl. Ja. Kenne ich. Gott sei Dank hatte ich das lange nicht mehr. Ich habe das Gott sei Dank ganz, ganz lang nicht mehr. Aber als ich noch zur Schule ging, hatte ich das. Da hatte ich auch essen können. Ohne Ende. Level einfach in die Laufen mit Kitty. Ja, wenn Kitty online kommt. Aber Stufensteigerung habe ich leider schon gemacht. Ich wusste nicht, ob du noch kommst oder nicht. Deswegen hatte ich die schon gemacht. Also wenn, dann müssten wir eine normale laufen. Du hast es wirklich geschafft. Mhm. Seht ihr es jetzt, meine Brüder? Ein Taumaturg ist wieder Gefahr gewachsen. Nichts hält seine Zerstörungskraft stand. Das können wir auch. Wir werden diesen Nichtsgesandten eine Lektion erteilen, die sie niemals vergessen. Wir werden Kokobussi von seinem Fluch befreien. Wir waren anscheinend nicht nur feige, sondern auch unreif. Dass erst du kommen musstest, um uns zu zeigen, was Mut bedeutet. Glückwunsch zum Bestehen der geheimen Lektion. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Jetzt müssen wir nachziehen. Meine Brüder, so kenne ich euch und so gefällt ihr mir. Wenn ihr eure Kräfte eint, werdet ihr mit allem fertig. Dank dir haben meine Brüder neues Selbstvertrauen gefasst, Aldaria. Lass uns zur Gilde zurückkehren und unser weiteres Vorgehen in Ruhe besprechen. Ich stehe schon lange hinter dir. Ja, aber ich bin doch in der Einzelini. Ich sehe das doch nicht. Ich habe da eine Katzenpopo wegfliegen sehen. Da war ein Katzenpopo. Huch. Jetzt. Da war ein Katzenpopo. Wo ist der Katzenpo? Da ist der Katzenpo. Gefunden. Kitty, deine Katze kann zaubern, die schwebt.
Deine fette Katze schwebt. Die kann zaubern. Oh, ich könnte ja. Oh, ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt schön den Bauch kraulen. Ich gebe einmal noch ganz kurz gleich mein Dingens ab. Mein Dingensgedöns ist da. Huch, ich bin zu weit weg von dem Viech. Jetzt. Ja. Ich mach Kitty fruchtbar. Jetzt ist Kitty fruchtbar. Ich habe Kitty zwischen die Beine getreten. Ich habe Kitty nochmal zwischen die Beine getreten. Das nimmt ganz komische Züge an. Nein, nicht untersuchen. Gruppe einladen. Also, ich gebe einmal kurz die Quest ab. Und dann lade ich ein. Also, machen wir, ne? Und so. Lauf! Auflauf, 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 Auflauf. Ja. Boah, ich könnte mir mein anderes Pet da anlachen. Was läuft jetzt hinter mir her? Ja, mein Axolotl. Mein Axolotl. Das, was Surit mir geschenkt hat. Katzenpopo, den sieht man oft. Ja. Katzenpo, oh Katzenpo. Wo ist denn nur das Katzenklo? Kann man bei der Free auch Pets kaufen. Pets bekommen. Ja, durch die Story auf jeden Fall. Durch Nebenquests. Ich glaube vom Marktbrett nicht. Das Marktbrett geht, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, auf Farben kannst du dir welche. Halt aus Dingens. Und halt aus Innis. Aus Innis kriegst du auch welche. Du kannst, meine ich, sogar die Mounts farmen. Aber da kennt sich Kitty besser aus. Glaube ich. Wie gesagt, die Free-Trial-Version kenne ich jetzt nicht. Weißt du, was sie gibt und wie lange sie geht. Da hört es dann auch schon auf in meinem Wissen. Kokobigo, Kokobani, Kokobezi, Kokoboa und du, Aldaria. Gemeinsam könnt ihr alles überwinden, auch Momo. Doch noch ist die Stunde der Wahrheit nicht gekommen. Nutzt die verbleibende Zeit, um weiter an dir zu arbeiten, den Sieg zu einer sicheren Sache zu machen. Du bist unsere einzige Hoffnung, Aldaria. Wir zählen auf dich. Ich kann nichts davon gebrauchen. Noch eine andere Frage. Ich bin ja einer, der alles mit Haupt- wie auch Nebenaufgaben. Kann ich das trotzdem weitermachen, wenn ich am Ende schon Level 60 bin? Ich meine ja. Du kannst dann, glaube ich, nur nicht mehr weiterleveln. Aber du kannst alles, glaube ich, ganz normal machen. Und auch alle Klassen soweit spielen. Außer die dann für die anderen Addons sind. Petzen aus der Story. Aber Farm kannst du, Kitty, oder? Farm kann man doch. Also alles, was so frei zu kriegen ist. Nur halt, ja, wie du sagst, nicht vom Marktbrett. Und handeln. Aber ansonsten Farm geht. Oder? Das ist nochmal wieder was anderes. Boah, so eine Stunde ist rum. Die aus Kristallton muss so gehen. Okay. Ja. Dann hast du trotz allem genug zu tun mit Rim Reborn und Heavensward. Da hast du mehr als genug zu farmen und mehr als genug Nebenquest. Mana Shield. Shield vor allem. Mana Shield. Das nehme ich noch einmal kurz an.
Aidaria, wie immer zur rechten Zeit am rechten Ort. Just vor wenigen Momenten nehme ich ereilte und Sekunde, dass Kokobussi gesichtet worden ist. Und zwar in der Bucht des Abendsterns. Ich habe auf der Stelle meine alten Zeichentalente reaktiviert und dir dieses Phantombild von Kokobussi angefertigt. Naja, eigentlich ist es kein richtiges Phantombild, da wir ja wissen, wie er aussieht. Aber so klingt es spannender, findest du nicht? Ja, du kannst dir Zeit lassen. Du kannst dir damit Zeit lassen. Jedenfalls zahlt es sich jetzt aus, dass der Transpositionskunde-Unterricht auf der Thaumaturgenschule immer so langweilig war, wie selten seitenweise mit Kladen vorgekritzelt habe. Ja, wirklich, vortrefflich gelungen. Also zeigt dieses Bild in der Bucht des Abendsterns herum und bohre nach, ob nicht jemand etwas zum Verbleib unseres Bruders sagen kann. Okay. Kitty, bist du bereit? Also wir haben genug zu erkunden. Welche Indie macht denn Sinn? Eine Brüllbox macht Sinn, ne? Achso, also aufheben. Brüllbox macht Sinn. Bin ich ja ein Level drüber. Auf die F-Liste machen nur andere dich auf ihre. Lass nicht flüstern und so weiter. Ja. Ja. Krämerklinge geht ja, glaube ich, auch nicht, ne? Oder gegen Krämerklinge. Das ist eine andere Möglichkeit, um in Kontakt zu bleiben. Discord. Jo, ich werde aber einmal die komplette Ausrüstung nehmen. Ich habe leider nichts anderes. Gruppe kann ich selber auch nicht laden. Das weiß ich. Auch nur eingeladen werden. Ja gut, das ist ja kein Problem. Wenn es dann hilft oder Fragen, gerne an Kitty wenden. Ja. Mein Neuling! Was? Nein, alles gut, Kitty. Wenn wir Hilfe brauchen, sag ich dir Bescheid. Die passt schon. Kriegen wir hin. Kommt, liebe Kinder, alle nach Brüllbox. Ich, Alter, du weißt eine Menge. Das stimmt. Du weißt mehr als ich. Aber du spielst doch schon länger als ich. Meine ich, oder? Doch, du spielst länger als ich. Du spielst, glaube ich, viel länger als ich. Ja, ich vergesse es halt. Ich verdränge es. Lass mich, Kitty. Ich verdränge das. Ich wäre auch gern bei 1.0 dabei gewesen. Streue noch Salz in die Wunde. Ich wäre damals gern älter gewesen. Ich hasse meine Eltern dafür, dass ich das damals nicht spielen durfte. Na gut. Es passt. Hinkern schon. Wie viel habe ich denn eigentlich? Warte mal. Also auf dem Schal hier. Okay, mit dem Schal hier habe ich 3 Tage, 11 Stunden und 11 Minuten. Und insgesamt kann ich nicht mehr raustappen. Mein Tab funktioniert nicht mehr, aus irgendeinem unersichtlichen Grund. Insgesamt habe ich 2672 Stunden... 2672,8 Stunden, so. Ich habe das Komma 8 vergessen. Komma 8.
Da ist was aufgeploppt, da ist was aufgeploppt, da ist was aufgeploppt. Tomato kommt. Die Taumaturg ist drin. Ha! Ich würde es diesmal nicht tanken. Ist das nicht toll? Oh. Habe ich noch irgendwas als Buff-Food, was nicht? Okay. So. Hey, hey, die Taumaturgin. Was ist ihr so abgrundtief? Warte mal hier. Wir müssen ja nicht alle da hochrennen. Yay, 34. Guck mal, welche 44 ich finde. Also, ich kann dir versprechen, hier in meiner Community findest du recht viele. Also wir spielen hier sehr, sehr viel Final Fantasy. Und gerade ich habe durch FF hier mega viele Leute gefunden. Also hier findest du eigentlich immer irgendwen. Bin ich mehr so schüchtern. Alles gut, ich auch. Ich bin auch verdammt schüchtern. Ich bin ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Ich bin eigentlich auch nicht besonders gut im Reden. Gar nicht so gemerkt. Das sagen viele.
Das sagen viele. Jedem, der nicht das sage, das sagt er nur immer so, okay. Aber du streamst doch. Und? Da bist du doch nicht schüchtern. Doch, bin ich. Ich bin verdammt schüchtern. Allein stell dir das Herz rasen. Und noch ein Level up. Kitty, ich liebe deinen Mentor-Bonus. Der ist einfach nur geil. Und ich habe jetzt Feuer. Höchstens Feuer. Was ist davon jetzt gut? Ist Feuer gut? Also gut, ich kann es hier drin eh nicht nutzen, aber... Also in Offline-Teil weiß ich es, aber trotzdem. Ich sage, das sind schon Unterschiede. Echt? Das so? Weißt du nicht, wo ich mit dem Folger hin soll? Keine Ahnung, was ich mit dem Folger mache. Level 35. Ich kann auf jeden Fall wunderbar. Oh, sorry, was machen. Person direkt redet oder mit dem Chat. Na. Na. Ich glaube, Chat ist teilweise sogar noch schlimmer. Weil du nicht weißt, was das für Menschen sind. Aber ich finde beides unangenehm tatsächlich. Also mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's. Anfangs. Ich glaube, hättest du mich vor einem Jahr im Chat erlebt. Also im Stream. Ich habe vor jedem Stream einfach nur gezittert. Ich habe immer gehofft, oh bitte lass niemand irgendwas fragen. Und wenn, bitte lass mich eine Antwort drauf wissen. Bitte lass keine doofen Leute da sein. Ich war so nervös. Ich hatte so eine Angst. Ich hatte so eine Heidenangst, ey. Ich sollte das Ding vielleicht auch anvisieren. Das ist jetzt nur noch, wenn ich mit Leuten privat rede. Dann bin ich jedes Mal aufgeregt. Das Ende, Herzrasen. Panisch immer aufs Klo rennen. Hi. Jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Ich glaube, nee, das war Feuer. Hier steht nur, du fügst feuerbasierten magischen Schaden. Also ich gehe mal von Single Target aus. Bei Feuer ist es, du fügst dem Ziel und den Gegnern in seiner Nähe feuerbasierten magischen Schaden zu. Also die Radzauber sind die AOEs. Ich weiß jetzt nur nicht, ist Feuer jetzt besser oder ist es nicht besser?
Ich hätte gehofft, dass das einfach nur die Erweiterung für Feuer ist, aber leider nicht. Leider nicht aufgespeckt. Äthermanipulation kriege ich auch noch irgendwann. 50. Die gar besser als Feuer, okay. Sollte ich besser... Also jetzt geht's ja wie gesagt gerade eh noch nicht, aber sollte ich dann besser die Gas oder... die normalen benutzen? In anderen Inis, in späteren. Oder lieber im Wechsel, weil MP-Zahl sehr, sehr hoch. Mehr gar benutzen, okay. Also, Memo und mich selbst mehr gar später. Gut. Hier geht das ja, wie gesagt. Aber da weiß ich Bescheid. Ich hoffe, ich merke mir das. Oh nein. Warum eigentlich immer auf den Taumaturgen? Ich will nicht ausweichen. Ich bin froh, wenn ich mal nicht ausweichen muss. Level 37. Ich kann auf jeden Fall Hauptstory weitermachen. Ich kann versuchen, das hier zu klären, aber dafür müsste ich in den Voice kommen. Nee, alles gut. Alles gut. Alles gut. Machen wir bei Zeiten mal. Heute bin ich froh, wenn ich Hauptstory weitermachen kann. Sehr, sehr froh. Habt nämlich keine Lust mehr. Gegen Ende kann ich dann noch... gegen Ende kann ich dann Gott sei Dank noch... mir den schwarzen Magier holen. Ach ja, ich muss erstmal... okay. Ich muss erstmal nach Gridania. Bürger mehr MP-Verbrauch, aber A macht mehr Schaden und B geht dadurch die zwei Kristallen schneller auf Rot, wodurch du mehr Schaden machst. Wenn MP leer ist, nutzt ihr E-Eis, um es zu regenerieren. Okay. Okay, okay, okay. Kriege ich irgendwie hin. Brauche jetzt erstmal Staatstaler.
Jo. Tomaka Black Mage ist komplex, was das alles angeht, besonders wenn du so Stufe 60, 70 wirst. Ja, toll. Das dauert dann ja Gott sei Dank noch. Ich mache ja erstmal nur bis 50. Erstmal mache ich ja nur bis 50. Nach dem Thaumaturm kommt der Faustkämpfer und der Faustkämpfer wird großenteils durch Nebenquests gelevelt. Beauftragen. Mit dem Falschen. Neu beauftragen. Okay. Sie bekommst du eine der wichtigsten Sachen von Black Mesh, die mit deiner Reaktivierungszeit verkürzt wird, wenn du drin stehst. Okay. Ja, bestimmt. Ja, doch davon keine Ahnung. Ist zum Gameplay real. Ja, ganz toll. Ich freue mich jetzt schon riesig. Mhm.